Vor kurzem haben wir eine neue Wohnung bezogen und so manches, was alt war, mussten wir entsorgen. Es musste manches verändert werden und manches war einfach schlichtweg kaputt und es musste von Grund auf neu aufgebaut werden. Und ich stand so manche Stunde auf der Leiter und habe darüber nachgedacht, dass in der Bibel es immer wieder auch darum geht, dass Gott etwas baut. Gott baut etwas auf und Gott baut immer mit Menschenleben. Im Alten Testament kannst du das nachlesen, wie Gott mit seinem Volk geht und wo er in seinem Volk etwas aufbaut. Da können wir lesen in Jeremia 24, ich richte mein Auge auf sie zum Guten und ich bringe sie in dieses Land zurück. Ich baue sie auf und breche nicht ab. Ich pflanze sie ein und reiße nicht aus. Ich habe darüber nachgedacht, dass das auch ein Beispiel ist für uns heute. Vielleicht gehörst du zu den Menschen, die sagen, in meinem Leben ist so vieles kaputt. In meiner Vergangenheit ist so viel kaputt gegangen. So viel ist zerstört worden. Und vielleicht nimmst du das mit in deine Gegenwart heute und vielleicht bedroht dich das für die Zukunft. Aber so wie der Herr das hier seinem Volk zugesprochen hat, ich richte dich auf, ich reiße dich nicht aus, sondern ich pflanze dich neu, ich verändere dich, ich stelle dich wieder her. So ist das ein Wort, was ganz besonders für dich heute gilt. Vielleicht siehst du keine Lösungen jetzt und keinen Veränderungsprozess, aber sei sicher, Gott wird übernatürliche Lösungen für dein Problem haben. Er wird dich wieder aufbauen. Er wird dein Leben wiederherstellen. Er wird es erneuern. Und in Jesus wird dieser Prozess in deinem Leben stattfinden. In der Beziehung zu ihm wirst du heil und gesund werden. Gib das nicht auf, was du jetzt siehst und empfindest, sondern gib dich ihm hin, ganz neu. Und er wird dein Leben wieder neu bauen. Gott hat mehr für dich.